So, und wieder zurück bei Tomb Raider. Und ich hoffe, ich werde... Ah, jetzt geht's los hier. Ich hoffe, ich werde diesmal ein bisschen besser klarkommen hier. Das wollte ich... Ah, das wollte ich gerade machen. Gut. So, ich bin jetzt einfach mal... Ich habe mir gedacht, ich spiele einfach mal mit Maus und Tastatur kurz. Und hoffe... Eigentlich wollte ich da mal hochgehen. Bam! Eieiei, na so war das jetzt. Mist! Das hat jetzt irgendwie gerade alles zu lange gedauert. Okay. Ist ja nicht so, dass wir da sterben. Die nicht kennen. Boah. Da schießen die mich schon fast gleich am Anfang ab. Ey, was sind denn das für... Oh, mal gucken, mit welcher Schwierigkeit gerade ich spiele. Ey, das ist ja... echt heavy. Wow! Nein, 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 nein! Ich krieg's einfach nicht gebacken. Schon. Wo ist er? Da ist er. Komm jetzt schon. Komm, Lara, steh, steh, steh.
Wow. Oh, wie viele gibt's denn von denen noch? Oh, ich bin gerade völlig angespannt, ey. Hab ich's geschafft? Yes! Woo! Ey, wie geil ist das denn? Endlich, endlich! Wenn ich euch jetzt sage, dass ich gerade vorhin eine 10-Minuten-Aufnahme unterbrochen habe, weil ich hier wieder abgekratzt bin, ohne Ende, und das jetzt endlich mal geschafft habe. Wahnsinn. Also echt, mir kam es gerade nicht mehr oft wie auf einem Schwierigkeitsgrad normal vor, sondern auch wie auf schwer oder was weiß ich, ey. Aber nehme ich auf? Ja, ich nehme auf. Ihr könnt euch gerade nicht vorstellen, wie glücklich ich bin. Gut, jetzt kann ich auch wieder mit dem Joypad spielen. Also mit Maus war es dann doch ein bisschen, also zumindest vom Zielen her, etwas angenehmer. So, okay. Gut, hier haben wir noch ein bisschen Moon. Die nehmen wir natürlich mit. So, dann geht's jetzt hier weiter. Ich hab's geschafft. Ey, das war wie ein Endboss-Kampf jetzt hier gerade. Und wenn das schon so kacke ist, was wird dann erst? Beim Endgegner oder bei diesen komischen Dingern da. Naja. Genau, speichern. Ui! Wow! Okay. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann müssen wir jetzt irgendwie diese Leiche, Humikos Grab da irgendwie, zerfetzen oder was? Kaputt machen? Oder den Geist transferieren? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwas mit der Leiche. Und das probieren wir doch jetzt mal. Ich hoffe, jetzt haben wir erstmal kurz ein bisschen Ruhe zumindest. Aber mit harter Arbeit. Oh. Wo zum Teufel bist du? Oh nein. Was ist denn los? Wir werden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Verdammt. Nein. Mir fällt gerade ein, ich wollte ja eigentlich die Untertitel endlich mal rausnehmen. Das sage ich mir schon seit, weiß ich nicht, wie viel Folgen. Ich muss sofort zurück. Und hab's irgendwie immer wieder vergessen. So. Ich muss sofort zurück. Okay. Aber... So, dann wird schon mal die bewaffnen hier. Haben wir hier noch irgendwas? Ah, eigentlich müsst ihr mich wahrscheinlich beeilen jetzt, ne? Okay. Ah, falsch schon. Falsch. Wir wollen nicht hier sein. Oh. Kurz und schmerzlos. Hätte ich da jetzt zuhören sollen, was die da reden? Nee, ne? Weil es wahrscheinlich ganz interessant gewesen wäre. Na gut. So. Wow. Achtung! Sie sind am Pier! Feuer! Feuer! Hört sich ja irgendwie gerade nicht so gut an. Aber Time-Events gibt's ja hier nicht, oder? Hoffe ich. Der Tod gehört mir, ihr Hurensöhne! Ich will verdammt sein, wenn ich das Ding aufgebe! Genau. So, wo lang?
Bin ich blind? Ach, dahinter. Okay. Halt da irgendwas übersehen gerade. Ach, da ist er dann. Ah. Ach so, wie war das? Ja. Okay, ihr Schweine! Ist das alles, was ihr drauf habt? Ach so, jetzt bin ich ja wieder unten an dem Boot. Und da sitzt jemand. Na komm. Danke, danke. Weißt du, ich dachte, das war's für mich. Keine Spur von ihnen. Was war los? Whitman hat während des Angriffs Sam gepackt und ist abgehauen. Oh, er bringt sie zurück zu Miss Fires. Hätten wir dir nur... Scheiße. Ja. Hätte ich dir geglaubt. Wie geht's jetzt weiter? Das Boot ist fertig. Wir brauchen Hilfe. Das dachten die bestimmt auch. Du hattest ja recht mit Whitman, du hast doch die Stürme gesehen. Sie greifen alles an, was sich nähert. Also, im Zweiten Weltkrieg waren Wissenschaftler hier. Und die glaubten, dass die Stürme aus einer Ritualkammer beim Kloster kontrolliert werden. Da sind noch viele Fragen, aber Sams Entführung hat damit zu tun. Und wenn wir ohne diese Antworten ablegen, sind wir alle tot. So wie die Piloten. Und so wie Roth. Hör zu. Was immer hier passiert, Lara verdient eine Chance. Wir können nicht zurück zu ihrer Stellung. Das wäre Selbstmord. Dort wird sie nicht sein. Sie bringen sie in dieses Gebiet. Und über diesen Zufluss kommen wir ran. Hör zu. Ich weiß, wie sehr du zu deiner Tochter willst. Glaub mir. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich verlange nicht, dass du dran glaubst, Reyes. Aber du musst mir vertrauen. Okay. Lassen wir es zu Wasser. Ja, warum nicht gleich so? Okay, Lara. Wenn du bereit bist, geh einfach an Bord. Cool, fahren Sie mit dem Schnellboot den Fluss hinauf zum Kloster. Geil. Okay, aber vorher gucken wir nochmal, ob sich hier irgendwas getan hat. Die Tür, war die vorher offen? Wahrscheinlich schon. Okay. Gucken wir hier nochmal. Ich brauche ein bisschen Munition, glaube ich. Also zumindest für mein Gewehr. Ich glaube, ich habe hier schon alles eingesammelt, was es einzusammeln gibt. Oh, ich könnte das Lagerfeuer nochmal nutzen. Genau. Vielleicht habe ich einen Kampf... Ah, genau, Kampfschrotflinte. Waffe modifizieren, Pumpgun zur Kampfschrotflinte. Das klingt doch geil. Von der Kampfschrotflinte gemeistert. Achso, ging automatisch. Ah, schick, schick. So, dann gucken wir mal. 1011 Pünktchen haben wir. Upgrades ansehen. Okay, was haben wir jetzt hier? Mal hier gucken, volle draußen für den Alter. Ja, okay. Cool. Ventile, die sich anzünden. Hm. Okay, größeres Magazin. Ja, was nehmen wir da? Nehmen wir die Schrotflinte oder nehmen wir... Die hat so gut wie noch gar nichts bekommen hier. Dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal die Feuerprojektile. Brandmunition.
viel haben wir noch? 611? Dann würde ich ja noch unsere Kapazitäten erhöhen. Ja, bin dann erstmal zufrieden. Okay. Das ist eigentlich gerade ein guter Punkt, um eine kleine Pause zu machen. Also, ich mache das jetzt immer so, dass ich direkt schneide und nicht mehr durchspiele. Ja, also entweder bis gleich, sofern ihr Folgen am Stück guckt. Ansonsten bis zum nächsten Tag. Tschüss, tschüss.